Ja, wir können ja gerne die Zeit schon mal vorab nutzen. Die offizielle Zeit, wir haben ja noch 8 Minuten, bis es wirklich losgeht. Das heißt, mit dem Talk fange ich dann auch erst in 8 Minuten an, falls noch andere kommen, die jetzt noch sich was zu essen holen oder so. Aber vielleicht können wir die Zeit einfach, anstatt sinnlos zu verstreichen, schon mal nutzen, um uns kennenzulernen, wie so das Niveau ist, was ihr euch vielleicht erhofft vom Talk. Ich kann ja aber grob schon mal zeigen, um welche Themen es gleich so grob gehen wird. Es sind im Prinzip 4 Bereiche. Erstmal TypoScript, dann CMS, also was ist ein Content Management System, und Typo 3 als solches auch mal zu verstehen. Bei meiner persönlichen Meinung nach driftet die Community seit Jahren davon weg, Typo 3 als Content Management System zu verstehen, sondern geht dahin, ich baue eine Extension für einen Blog, ich baue eine Extension für dieses und für jenes, anstatt Typo 3 zu nutzen. Und dann einmal zur Übersetzung, wie das in Typo 3 funktioniert, nicht wie wir es vorhin gehört haben, mit Seiten übersetzen und so, sondern technischen Templates mit den Übersetzungsdateien, welche Möglichkeiten ich habe, die auszutauschen von Extensions und was für Vorteile ich davon habe, wenn ich das immer nutze, auch wenn ich einsprachig unterwegs bin. Und dann einmal die 2 klassischen Arten, wie Ajax funktionieren. Wenn wir das jetzt einmal kurz nutzen, die Zeit, dann weiß ich zumindest, auf welches Thema ich eventuell auch detaillierter eingehen kann, wo da mehr Bedarf besteht und wo weniger besteht. Würde ich sagen, gehen wir einfach kurz die einzelnen Punkte durch und Arme hoch, ruhig trauen. Wer weiß, was der TypoScript Object Browser ist? Sehr schön, da gibt es noch ein paar, die es nicht wissen. Das wird nur relativ kurz, einmal kurz erklären, welche Einstellungen man da setzen kann, was für Vorteile man dafür hat und wie man den nutzen kann, um TypoScript zu debuggen dann gleich. Typo 3 Default TypoScript, man kann TypoScript über PHP hinzufügen, das macht Typo 3 von Haus aus schon. Dieses klassische Styles Content Get, was fast jeder schon mal gesehen hat, kommt nicht über TypoScript, sondern über PHP tatsächlich da rein. Da zeige ich dann einmal, wie man das halt machen kann, wie die PHP-API ist und wozu man es nutzen kann. Dann Content Rendering, damit hat wahrscheinlich Ihr Integrator zumindest schon mal zu tun gehabt. Früher war das noch CSS-Style-Content, heute ist eher Fluid-Style-Content, wie das geht. Ich werde auch nur Fluid-Style-Content gleich dann einmal erklären, weil es total simpel ist, einmal kurz erklären, wie das funktioniert, warum das funktioniert und wie ihr dann entsprechend das nutzen könnt, um ganz einfach selbst das Rendering anzupassen und eigene Elemente da zu machen. Wer hat mit Fluid selbst schon mal gearbeitet? Okay, also Fluid kennt quasi schon mal jeder, eigene Content-Elemente schon mal angelegt, egal auf welche Art, ob Mask oder Nativ oder FCE. Schon ein paar Leute, okay. Genau, und am Ende dann, also Content-Rendering einmal wie Typo 3, wirklich im TypoScript guckt, welchen Inhalt muss ich rausrennen, dann einmal Fluid-Styled-Content. Danach halt die Custom Page Types. Man kann Typo 3 neben den Standardseiten, die es schon gibt, Standard, Backend User, Shortcut und so weiter, noch weitere eigene definieren. Wir haben das im Projekt gemacht, um News auf Seitenbasis zu machen und Projekte und die Historie von der Firma auf Seitenbasis zu machen. Da werde ich nicht so im Detail drauf eingehen, weil es sehr gut offiziell schon dokumentiert ist. Das heißt, einfach nur kurz die Möglichkeiten nennen und wo ihr dann die Hilfe findet. Hat das schon mal jemals jemand genutzt, komplett eigene Seitentypen im Typo 3 anzulegen? 2 Leute? 3 Leute? Okay. Dann einmal kurz drauf eingehen, was ist das TCA? Wie kann ich da rangehen? Muss ich da Angst haben, wenn ich kein PHP-Entwickler bin? Und ganz kurz User- und Page-TS-Config, um halt wirklich Typo 3 CMS zu verstehen und erweitern zu können. Mit den 3 Themen sollte man das dann hinkriegen und braucht nicht jedes Mal eine neue Extension. Oder schreibt sich eine Extension, die hat Typo 3 einmal nur konfiguriert. Und hat dann nicht immer die ganzen Probleme, die Extension ist noch nicht updatefähig, wenn ich das Typo 3 Update machen will. Dann halt Übersetzung, XLIF, früher gab es dieses T3 Local Lang XML, mittlerweile hat man sich auf den XLIF-Standard geeinigt, der auch von anderen Projekten genutzt wird. Wer nutzt die mittlerweile schon? XLIF-Dateien zum Übersetzen? 3 Leute nur. Was nutzt der Rest so? Nutzt ihr noch die PHP-Dateien? Übersetzt ihr gar nicht? Habt ihr keine Mehrsprachigkeit? PHP? Okay. Ja, ich werde halt einmal ganz kurz zeigen, wie man die halt entsprechend nutzt über die Normal Translate API mit dem View Helper. Dann zeigen, wie man die XLIF-Dateien von anderen Extensions austauschen kann, und zwar gezielt nur einzelne Labels. Wenn man zum Beispiel dann doch die News-Extension drin hat, wie man da einzelne Labels halt austauschen kann, damit man die im Template halt zur Verfügung hat. Und einmal zeigen, wie man die Übersetzung über TypoScript auch austauschen kann, mit den ganzen Vorteilen, auf einer Seite eine andere Übersetzung als auf der anderen.
Und zum Schluss dann entsprechend Ajax, das ist wahrscheinlich für jeden Thema. Hat irgendjemand hier keinen Ajax in keinem einzigen Projekt bisher? Also jeder hat mindestens ein Projekt mit Ajax-Funktionalität im Typo 3. Genau, da gibt es den klassischen Weg EID, den wahrscheinlich dann jeder kennt, der mit Ajax schon mal zu tun gehabt hat. Gibt es einen, der schon mal Ajax gemacht hat und nicht weiß, was EID ist? Einer, okay. Und Page Types, die über TypoScript definiert werden. Wer hat Ajax gemacht und kennt die noch nicht? Zwei, drei, okay. Genau, da werde ich einmal auf die beiden Arten eingehen. Alles Stand Typo 3 CMS 8, nicht davor. Fluid Style Content ist in der 7 ja schon dazu gekommen. Das gilt teilweise auch dafür, aber gerade bei EID habe ich selbst gestern beim Prüfen nochmal festgestellt, da hat sich einiges im Core geändert. Das funktioniert heute ein bisschen anders. Ich denke, dann können wir auch ruhig anfangen. Nee, das ist nur zum Aufzeichnen. Rede ich zu leise? Hört man mich gut? Bitte? Danke. Genau, also das Talk heißt Demystifying Typos 3 für Rookies. Also für Rookies habe ich mal dazu geschrieben, damit die Anfänger Vertrauen in die Session haben. Grundsätzlich ist mein grundlegendes Anliegen, das habe ich, bin Freelancer, arbeite bei einer kleinen Drei-Mann-Klitsche und wir arbeiten für andere Agenturen, die Typo 3 machen. Und da hatten wir das Problem, dass die schon seit 5 Jahren teilweise mit Typo 3 arbeiten, immer noch kein tiefer gehendes Verständnis haben und nur ihren Alltag bewältigt kriegen. Und habe dann so einen Crashkurs gegeben, quasi das, was ich jetzt auch nochmal in 45 Minuten versuche. Und da hieß es dann, das ist toll, das bräuchten wir mal eigentlich als Session, als Workshop. Und dann habe ich angefangen, das zu dokumentieren, bin noch nicht ganz so weit gekommen und jetzt halt der erste Versuch, das mal auch einer breiteren Masse vorzustellen. Genau, Typo 3, gerade für Anfänger, das ist echt umfangreich. Das ist halt ein Enterprise-Content-Management-System. Das ist kein kleines WordPress, ich kann eine Seite mit Inhalt anlegen und habe 10.000 Plugins. Sondern Typo 3 selbst ist schon mit 10, 30 System-Extensions dabei, mit Workspaces, Mesh-Sprachigkeit, sonst was allem. Also es kann einen erstmal völlig überfordern. Das kann sich ruhig jeder eingestehen. Auch Leute, die seit 10 Jahren dabei sind, entdecken immer wieder, ach, was ist denn das für ein Switch hier im TypoScript? Warum funktioniert das nicht? Also das überfordert im Prinzip jeden mindestens einmal im Monat. Da kann man sich dann hilflos fühlen und das ist auch meiner Meinung nach völlig okay, sollte man sich in dem Moment halt eingestehen. Wir sind Menschen, wir bauen permanent neues Wissen auf, deshalb sind wir heute auch alle hier. Da muss man sich halt einfach Hilfe suchen. Ihr macht das, indem ihr jetzt auf so ein Camp kommt, das ist schon mal ganz cool. Und ich versuche euch jetzt halt entsprechend die Hilfestellung auch so ein bisschen zu geben. Das ist hier gerade eben schon kurz durchgesprochen, die entsprechende Agenda, die gehen wir jetzt einmal durch. Ich werde das nicht komplett staubtrocken als Präse machen, die ist wirklich nur kurz als Unterstützung. Ich werde das tatsächlich dann Typo 3 entsprechend zeigen, sonst ist das, glaube ich, komplett am Ziel vorbei. Das erste ist der TypoScript Object Browser, der kommt über ein entsprechendes Modul im Typo 3 Backend, ist erreichbar. Und der dient in erster Linie zum Debuggen und Anschauen vom TypoScript. Das heißt, man kann mit ihm einmal schauen, wie die Konfiguration aussieht. Das ist jetzt ein komplett neuer Benutzer, ohne dass ich irgendwelche Einstellungen geändert habe in dieser Installation. Das Modul findet ihr im Template-Bereich. Template ist halt entsprechend an SysTemplate angelegt, die Datenbanktabelle, wo es um die TypoScript-Templates geht. Das heißt, das komplette TypoScript-Zeug findet ihr im Template-Modul auf der linken Seite. Wenn ihr den zum ersten Mal öffnet, kriegt ihr den Constant-Editor, der meiner Erfahrung nach so gut wie nie genutzt wird. Und ihr könnt über das Dropdown entsprechend auf den TypoScript-Object-Browser wechseln. Kann sein, dass das im Deutschen ein bisschen anders heißt. Und auch dort habt ihr dann die Auswahl zwischen den Konstanten im TypoScript und dem Setup. In der Regel interessiert einen auch da das Setup, das heißt, man wählt auch das aus. Dann hat man unten noch 3 Optionen, sich die Sachen darstellen zu lassen. Kommentare werden immerhin schon mal angezeigt, das sehen wir hier schon mal. Das ist ganz praktisch, damit die Sachen, die man sich kommentiert, auch dort zu sehen bekommt. Weniger sinnvoll finde ich, dass Zeilen abgeschnitten werden, weil wenn ich in dem Ding drin bin, dann will ich auch sehen, worum es geht. Das sollte man also als erstes deaktivieren. Wenn man das deaktiviert, kriegt man neue Optionen, wie man Konstanten dargestellt bekommen möchte. Standardmäßig ist Plain Substitution, das heißt, ich sehe in dem Ding nicht, kommt der Wert jetzt aus einer Konstante, steht der direkt drin.
Ich habe keine Ahnung. Sinnvoll ist hier einfach umzustellen auf die nächste Option, dass man die ersetzten Konstanten in grün sehen möchte. Und wenn man dann, ich picke jetzt einfach eine Sache raus, damit ihr es nur schon mal sehen könnt, dann seht ihr hier, dieser Wert ist grün. Das heißt, ich sehe direkt auf den ersten Blick, das kommt aus einer Konstante, das steht nicht im Setup, ich weiß direkt, wo ich zu suchen habe. Und das ist aber dann Geschmackssache, finde ich trotzdem ganz sinnvoll, die Sachen alphabetisch sortieren. Ansonsten stehen in der Reihenfolge der Deklaration. Das finde ich persönlich wenig sinnvoll, weil meistens suche ich was und klar, ich kann Command F oder Steuerung F nutzen, aber alphabetisch macht das auch nochmal leichter. Wenn es dann wirklich an die Reihenfolge geht, da ist dann der Template Analyzer in der Regel das bessere Werkzeug. Soweit dazu. Das Ding zeigt dann entsprechend das komplett geparste Typoskript für die entsprechend ausgewählte Seite an. Ich kann natürlich auch auf eine andere Seite gehen und sehe dann dort dieses Typoskript. Und diese paar Einstellungen ist meine persönliche Empfehlung, das kann natürlich jeder selber entscheiden, sollten meiner Meinung nach aber definitiv helfen, sich hier besser zurechtzufinden. Zusätzlich kann das Ding auch linten, das heißt, das prüft euer Typoskript. Ist das überhaupt valide? Mit einer Hand dauert, das ist ein ganz kleiner Moment. Ich gehe jetzt einfach mal ins Setup von meiner Seite. Kann man das hinten noch lesen alles? Gut. Also es ist einfach nur mein Setup-Typoskript, das ist jetzt in der 8 mittlerweile drin. Die Endung Typoskript, die wird jetzt auch präferiert. Das heißt, wenn es eine Datei gibt mit beiden Änderungen, wird Typoskript präferiert. Ich habe jetzt hier einfach ein ungültiges Typoskript, Page geschweifte Klammer auf, die müsste eigentlich auch geschlossen werden. Das mache ich jetzt nicht. Und wenn ich jetzt ein Backend neu lade, kriege ich hier auch entsprechend dargestellt, es gibt Fehler oder Warnung. Ich kriege sogar die Zeile und das Problem. Und wenn man dann auf Show Details geht, dann landet man in dem Template Analyzer. Der zeigt einem wirklich das komplette Typoskript, wie es eingebunden ist und landet auch in der Zeile, wo der Fehler ist. Nochmal mit der Fehlermeldung, so kann ich halt auch relativ schnell debuggen, wo da Fehler sind. Genau, zusätzlich ganz praktisch in dem Object Browser ist noch, man kann die Zeilennummern sehen, wo etwas herkommt. Einfach mit dem Cursor drüber fahren und dann zeigt er einem genau an, wo das herkommt. Das ist dieses Default-TypeScript, da gehe ich gleich noch näher drauf ein. Da würde aber sonst halt entsprechend der Dateiname stehen, wo das herkommt und auch die Zeilennummer. Also man kann genau schauen, wo die Sachen herkommen. Gibt es zu dem Object-Browser jetzt schon irgendwelche Fragen? Gut. War da was bei, was man noch nicht wusste? Sehr schön. Da hat sich das zumindest schon mal gelohnt. Das nächste ist dann das Default-TypeScript. Das ist ohne Syntax-Highlighting, ist auch nur mehr oder weniger zur Unterstützung. Es gibt in dem Core unter Utility die Extension Management Utility-Klasse. Die ist dafür da, Plugins zu registrieren und so weiter. Und die kann auch Typoskript sowohl Konstanten als auch Setup hinzufügen. Die nimmt einfach einen String entgegen und knallt den letztlich einfach nur in ein globales Array. In die normalen Typo 3 Confars, Frontend, weil Typoskript nur fürs Frontend ist eigentlich. Und da Default-TypeScript und dann Constants und Setup. Das knallt einfach das, was ich reinschreibe, hinten dran. Könnte ich also auch so machen. Besser ist natürlich immer die API zu nutzen, falls sich was ändert. Da habe ich da keine Probleme. Der Core macht das auch genauso. In der System-Extension Frontend. Moment. Genau dort passiert genau das Gleiche. Und da kommt schon das her, was den meisten Leuten irgendwann begegnet, Styles Content Get. Das heißt, ich brauche nur die Frontend-Extension installiert haben und habe dieses Typoskript immer in meiner Installation überall global verfügbar, solange ich das nicht überschreibe. Ich brauche kein Static-Template inkludieren oder sonst irgendwas machen. Das wird tatsächlich über PHP hart hinzugefügt. Und so kann ich halt auch entsprechend selber Sachen hinzufügen. Das heißt, ich kann tatsächlich theoretisch eine komplette Typo-3-Installation machen, gerade wenn das kleinere sind,
und kann einfach eine Include-Anweisung reinknallen und binde so meine Konstanten, mein Setup ein und brauche überhaupt kein Sys-Template in der Theorie. Praktisch kneift mir Typo 3 dann weg mit einer Fehlermeldung, weil Typo 3 braucht einen Sys-Template-Datensatz. Das heißt, ich muss im Backend einen Datensatz anlegen für ein Template, in dem muss dann aber nichts mehr drinstehen. Er muss aber halt da sein. Dann kann ich alles komplett darüber deployen, brauche nicht mehr an die Datenbank, wenn ich irgendwas mit TypoScript machen möchte. Eignet sich natürlich nur für kleinere Seiten, weil hier habe ich keine Conditions drin für Rootline, auf welcher Domain, wenn ich mehr Domains haben möchte und so weiter, dann ist das da sicherlich nicht der richtige Ansatz. Dann kommen wir zum Content Rendering. Also wie rendert Typo 3 jetzt das Frontend? Das ist jetzt die Beispielseite für heute einmal. Einfach oben die Überschrift von der aktuellen Seite, zwei Spalter, hier ein Textelement mit Überschrift, hier kommt gerade eine Fehlermeldung und rechts ist ein Plugin drin. Die Fehlermeldung sagt, dass da ein Content-Element ist mit der UID 10 und vom Typ Custom, das gar keine Rendering-Definition hat. Da weiß Typo 3 einfach gar nicht, wie es das ausgeben soll. Man kann die Fehlermeldung auch deaktivieren, fürs Live-System wäre das ganz praktisch. Und wie kommt Typo 3 jetzt daran, dass es das entsprechend ausgeben kann? Ich gehe jetzt nicht komplett ins Fluid runter, ich mache das jetzt rein auf TypoScript-Ebene. Wichtig ist für Typo 3, damit es überhaupt eine Seite ausgeben kann, muss eine Seitendefinition da sein. Das heißt, irgendein Eintrag auf der obersten Ebene, was vom Typ Page ist. Also im TypoScript gibt es unterschiedliche Objektarten. Eine Art ist halt eine Seite. Und auf der kann ich dann mit Zahlen basiert, wie in einem PHP-Array, beliebig viele Einträge reinmachen, die sagen, in dieser Reihenfolge wird jetzt auf dieser Seite etwas ausgegeben. Auf der Seite ist jetzt nicht besonders viel, da ist nur ein Eintrag mit der 10 vom Typ Fluid Template. Das heißt, ich verlasse möglichst frühzeitig TypoScript, was man nicht unbedingt lernen möchte, nicht tiefer verstehen möchte als notwendig, wo immer mehr Leute von weggehen und gehe möglichst schnell ins Fluid, wo ich hier mein heimisches HTML habe, mich austoben kann, was ich verstehe und trotzdem extrem flexibel bin. Gebe dem dann einfach einen Template-Namen an, in 4 Column, und übergebe dem dann Variablen. Einmal die Sidebar für rechts und einmal die Main-Column, den Hauptinhalt. Das heißt, meine Inhalte für die entsprechenden Spalten. In die Hauptzeile referenziere ich, das heißt, ich kopiere nicht, das spart zum einen Speicher und sorgt auch dafür, wenn ich nachträglich was verändere, dass es übernommen wird. Also ich kann im TypoScript Sachen kopieren, neu erstellen oder referenzieren. Wenn ich ein Gleich mache, mache ich wie in der Programmiersprache eine Zuweisung und mit dem Gleich in dem Fall referenziere ich. Das heißt, ich kann nachträglich das Styles-Content-Get noch verändern und die Änderung greift auch an dieser Stelle, weil ich es nur referenziere. Das heißt, dort gebe ich einfach nur ganz normal das aus, was Typo 3 schon für das Sinnvollste hält. Das schauen wir uns nochmal kurz im Code an. Das hier ist ja die Definition, die es dort gibt. Die ist ziemlich kurz. Das ist vom Typ Content, was einfach Inhalte aus der Datenbank holt und im Gegensatz zu dem Objekt Typ Records direkt auch rendert. Ich gebe dann die Tabelle an, wo die Inhalte rausgeholt werden sollen. Das heißt hier die Content, es geht hier um die Inhalte. Und dann kommt meine Abfrageanweisung, es soll nach Sorting sortiert werden und aus der Spalte 0 geholt werden. Das heißt, meine Main-Column enthält nachher alles, was aus der Spalte 0 kommt. Und bei Sidebar habe ich jetzt ein eigenes Ding gemacht, GetSidebar, das können wir uns auch einmal anschauen. Das referenziert via Styles-Content-Get, weil es im Prinzip genau das macht, was ich will. Und ich überschreibe dann einfach nur die Callpost. Das heißt, ich nehme mir einfach das, was im Standard-4-Spalten-Layout von Typo 3 schon mitkommt, einfach die ganz rechte Spalte. Das ist alles, was ich machen muss, damit ich aus Typo 3 Inhalte fertig gerendert rausbekomme. Die kann ich jetzt einfach als Variable Sidebar und Main-Column in meinem Fluid einfach rendern. Die sind fertig da. Und wie weiß jetzt Typo 3, wie es die Inhalte, die auf der Seite liegen, rendern soll? Das sind... Das ist halt einmal die Spalte Normal, das ist die 0, da liegen unsere beiden Textelemente und das Custom-Content-Element, was er noch nicht rendern kann. Und rechts in der Sidebar liegt halt ein Plugin. Wie es das rendern soll, weiß es auch wieder durchs TypoScript, dafür ist das TypoScript da. Und zwar über das TT-Content.
Und das ist nichts Besonderes, nichts Special. Das kann ich genauso hinzufügen für die SysFE-User. Das kann ich für jede einzelne Tabelle hinzufügen, für die Pages-Tabelle. Typo 3 guckt einfach, wenn es das eine Content-Anweisung hat und die Zeilen aus der Datenbank geholt hat, guckt es für diese Tabelle nach, habe ich hier eine Anweisung, wie ich es zu rendern habe. Und dann rendert es das einfach entsprechend durch. Das heißt, ich brauche auch, um Frontend-Nutzer zu rendern, keine Extension. Ich kann einfach ins TypoScript hingehen, mache FE-Users, sage, mache ein Fluid-Template, habe da alle Daten, kann rendern. Das heißt, in vielen Anwendungsfällen brauche ich keine komplexe Extension, die irgendwie noch Daten holt und mir das Template überweist und sonst was. Das geht ganz einfach damit und zwar ohne viel TypoScript. Habe ich irgendjemanden abgehängt? Ich hoffe nicht. Okay. So, wie entscheidet Typo 3 jetzt im Fall von der Tabelle TT-Content, wie es das zu rendern hat? Das ist jetzt eine neue Instanz vom Typ Case. Das kennen die Entwickler schon aus der Programmiersprache. Das ist einfach eine Weiche. Das heißt, er schaut einfach anhand von einem Wert, was es entscheiden soll. Der Wert wird im Fall von TypoScript unter Key Field hinterlegt. Das ist Seed Type. Das ist einfach das Content-Element, was ich auswähle. Ob das jetzt ein Text ist, Text mit Bild, Media, unser Custom-Ding. Das steht einfach im TCA drin. Das ist einfach das Dropdown, was ich habe, wenn ich einen Datensatz bearbeiten möchte. Das heißt, wenn ich hier auf Bearbeiten gehe, diese Auswahldinge, das kann man auch sehen, wenn man sich den Quellcode anzeigen lässt, dann steht hier Data, TT-Content, das ist hier die Tabelle, und dann C-Type. Das ist tatsächlich der Spaltenname in der Datenbank, das ist der Feldname, das ist alles das Gleiche und da sind dann die entsprechenden Werte drin. Wie zum Beispiel Header für eine Überschrift, Text für einen Text mit Überschrift, Textpick und so weiter. Und diese Werte, die dann aus der Datenbank kommen, die schaut er hier nach, findet die eventuell. Grid Elements ist auch installiert, das neue Form-Framework, Text, Media und so weiter. Und nimmt dann entsprechend die Anweisung zum Rendern. Bei allen sieht man hier, dass lib-Content-Element referenziert wird und dann wird damit noch irgendwas gemacht. Das heißt, wir schauen uns einmal lib-Content-Element an. Da waren wir eben schon mal ganz kurz. Das ist einfach nur ein Fluid-Template. Es kriegt dann die klassischen Anweisungen, wo findet es seine Layouts, wo findet es seine Partials, seine Templates, hat ein paar Settings und einen Template-Namen. Und das Einzige, was jetzt für jedes Content-Element passiert, da es davon ja erbt, ich nehme jetzt einfach mal das Text, ist tatsächlich den Template-Namen zu überschreiben. Da ist noch ein Standard-Wrap drum und den brauchen wir uns jetzt nicht kümmern. Der sorgt noch fürs Bearbeiten mit Edit-Icons und so weiter. Das Einzige für uns relevant ist tatsächlich, dass hier nur noch ein Template-Name überschrieben wird. Das heißt, was tatsächlich passiert, wenn Typo 3 dann rankommt, holt die unsere ganzen Inhalte aus der Datenbank, das heißt Text und unser Custom-Ding, geht für jedes durch, findet den Eintrag, ich rendere das als Fluid, mit dem Template-Namen, guckt dann entsprechend, wo liegen denn die Templates, natürlich unter Fluid Style Content, Resource Private Templates und unter CDX Site Resources Private Templates Content Element, das ist die ich selber hinzugefügt habe, unser Site Package. Und dann schaut es zuerst in der mit der höchsten Zahl nach, das heißt, ich kann sie einzeln überschreiben und ansonsten nimmt es halt die Systemdefinition. Und mehr ist das an der Stelle tatsächlich nicht. Das heißt, keine große Magic oder so, nicht enorm viel Konfiguration, nicht wie es früher mit CSS-Style-Content war, wo das komplette Rendering im TypoScript war, das ist mittlerweile alles wirklich im Fluid, deshalb Fluid-Style-Content. Und ich kann relativ schnell dahin kommen und kann die komplett überarbeiten, kann mir die rauskopieren und kann theoretisch mit dem Wissen auch schon neue Content-Elemente anlegen. So, wo kommt jetzt die gelbe Fehlermeldung her? Weil wir haben hier kein Inhaltselement, auch das steht im TypoScript. Das ist der Default. Default wird einfach dann genommen, wenn hier kein Treffer gefunden wurde. Das ist kein Fluid-Template mehr, das ist einfach nur noch ein Textelement. Ja, Typo 3 hat an der Stelle irgendwo einen Bug mit der richtigen... Ja, aber unter Default hier die Einrückung ist nicht mehr ganz richtig jetzt. Und das C-Type gehört hier auch nicht rein. Doch? Ja.
Genau, also das, was hier passiert, wird der Text ausgegeben mit unserer Hintergrundfarbe in Gelb, mit dem Padding, Error, dann die Fehlermeldung, dann wird mir hier die UID mit reingegeben und hier dann der Inhalt von dem Feld, von dem C-Type, sodass wir am Ende die Info haben, dass hier entsprechend das Element 10 vom Typ Custom nicht gerendert werden kann. Das heißt, selbst die könnte ich mir entsprechend einfach anpassen und auch das kommt da entsprechend her. Genau, und auf die gleiche Art und Weise kann ich dann, wie gesagt, auch einfach die Frontend-User rendern oder auch Rendering-Definitionen für neue Tabellen hinzufügen, die aus einer anderen Extension kommen. Brauche gar nicht mehr über die Extension gehen, um das auszugeben, sondern kann ganz normal über das TypoScript gehen und kann mir die Inhalte über Content aus der Datenbank holen. Genau, warum geht man jetzt mittlerweile auf Fluid-Style-Content rüber? Es ist halt viel einfacher, weil man kein TypoScript mehr können muss, bis auf das bisschen, was wir jetzt gerade gesehen haben. Früher war halt die komplette Rendering-Definition im TypoScript. Das heißt, ich kann ab jetzt einfach loslegen und kann HTML schreiben. Und alles, was ich machen muss, um ein neues Content-Element anzulegen, ist halt unter TT-Content, den Content-Element-Typ quasi zu benennen, von lib-Content zu referenzieren und das Template zu definieren. Gibt es dazu soweit Fragen? Die Templates, das steht ja auch im TypoScript. Unter entsprechend lib-Content-Element, Template-Root-Path, standardmäßig halt unter Fluid-Style-Content, Resources-Private-Templates. Genau, da würde der eins tun, was Custom heißt, da findet er natürlich keins, weil Fluid-Style-Content davon nichts weiß. Und es gibt eine Konstante, man sieht das daran, dass es grün ist, ich hoffe, man sieht es, die automatisch schon als zweites dann eingefügt wird. Das ist unser sogenanntes Side-Package, also eine eigene Extension, wo wir die Konfiguration für die Typo3-Insights mitliefern. Er will als nächstes halt hier entsprechend suchen, in unserer Extension Resources, Private, Templates, Content Elements. Auch da findet er im Moment noch kein Template. Nee, also man sollte auf keinen Fall den Fehler machen, das jetzt in die Fluid-Style-Content-Extension zu packen. Weil sonst hat man den Core modifiziert, wenn man Update macht, ist es im Zweifelsfall weg, je nach wie das bei einem aussieht. Deshalb sollte man das auf jeden Fall in die eigene Extension packen. Das ist das Template erstmal, wie das bei mir aussieht. Ich gebe einfach eine H2-Überschrift aus mit der Überschrift und dann den Inhaltstext einfach gepasst als HTML. Data ist halt einfach nur das Plain Array, das kann ich gleich hier auch kurz einmal debuggen, mit den Daten aus der Datenbank. Und damit das jetzt auch entsprechend dargestellt wird, muss ich nur dieses TypoScript aktivieren. Das heißt, ich schreibe in TT-Content entsprechend rein, Custom, mein neues Content-Element, referenziere via lib-Content-Element und überschreibe dann entsprechend das Template. Das liegt jetzt da. Und wenn ich es neu lade, ohne Cache, ui, dann habe ich irgendwo anders einen Fehler drin. Moment. Das Problem ist, dass mein Laptop nicht im WLAN ist und in dem Plugin die Google-API abgefragt wird und das dann natürlich nicht klappt. Styling habe ich aus dem CDN geladen, das ist jetzt ein bisschen kaputt. Das macht aber nichts. Hier kommt jetzt das eigene Content-Element raus mit der entsprechenden Überschrift und dem Inhalt. Unser eigenes Content-Element mit den Links gleich noch für den Ajax-Bereich. Und wenn ich mir das einmal anschaue, dann habe ich hier unter Special unser neues Content-Element mit dem entsprechenden Inhalt. Man sieht, ich nehme hier fürs Backend einfach nur das HTML-Element, habe da jetzt nichts groß umgeändert. Für die Leute, die tatsächlich integrieren müssen, eigene Content-Elemente, reicht das natürlich nicht aus. Ich muss das ja im Backend auch irgendwie noch zur Auswahl stellen. Das mache ich entsprechend übers TCA. Da kommen wir dann gleich noch zu.
Da zeige ich das dann einmal. So, das nächste, das hatte ich eben schon kurz angesprochen, das werde ich jetzt nicht im Detail zeigen. Da gibt es den Link zu, da ist das wunderbar erklärt von Typo 3 Seite aus selbst. Man kann eigene Seitentypen anlegen im Typo 3. Wenn ich jetzt den Seitenbaum auf habe und hier oben auf das Plus gehe, habe ich hier unterschiedliche Seitentypen. Das sind die Standardtypen, einfach nur Seite, Backend-User-Bereich, Shortcut, Mount Point, externe Verlinkung, Ordner, Papierkorb und den Spacer, also den Trenner. Und da kann ich auch genauso gut einfach hinzufügen. Das ist auch wieder nur ein globales PHP-Array, wo ich neue Daten eintrage, also einen neuen Typ eintrage. Ich muss das Bild dafür nur einmal noch registrieren. Und das war's. Ich kann auch genau definieren, welche Datensätze auf dieser Seite liegen dürfen. Also ich kann auch einschränken und mache jetzt eine neue Seite vom Typ News und sage, da darf nur TT-Content drauf liegen und sonst gar nichts. Ich kann auch genauso gut sagen, da dürfen jetzt nur meine komplett eigenen Datensätze drauf liegen. Ich kann es also komplett einschränken und somit zum Beispiel dem Redakteur vorgeben, dass auf einer News-Seite keine Seiten angelegt werden dürfen, damit er die News nicht weiter verschachteln kann und so weiter. Das geht alles ohne Probleme. Das ist, wie gesagt, alles offiziell dokumentiert. Deshalb gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Und damit kann man eigene Seiten hinzufügen, braucht dafür keine eigenen Extensions mehr. Dass man auf irgendeinem Storage-Ordner auf einmal News anlegt und der Redakteur ein zweites Bedienkonzept lernen muss, sondern er weiß einfach nur, okay, ich lege eine Seite an, ich lege eine News an, aber ich weiß ja schon, wie das geht. Und es macht auch Dinge wie nachher eine Indexierung mit einer Suchmaschine durch Elasticsearch oder Solr viel, viel einfacher, weil das ist alles schon fertig, das ist nur eine Seite, ich brauche im Prinzip nichts mehr konfigurieren. Gerade für Beispiele wie News, es sind auch alle Felder da. Eine Seite hat schon einen Autor, die hat schon Abstracts, die hat all die ganzen Infos schon, die hat schon ein Erstellungsdatum. Ich brauche da noch nicht mal mehr groß irgendwas ändern, das ist alles schon da. Und bin damit quasi schon fertig. Ich kann direkt fertige Menüs erzeugen über die neuen View-Helper, über TypoScript, weil es nichts Eigengemachtes ist und so weiter. Ich kann die fertig kategorisieren, kann darüber Menüs machen, all die ganzen Vorteile, weil es einfach nur Typo 3 ist und ich es über seine eigene API erweitere und nichts Eigenes mehr mache. So, das TCA. Das TCA braucht man zum einen dann später auch nochmal für die eigenen Seitentypen. Man braucht das dann aber auch für die eigenen Content-Elemente. Das ist jetzt das gesamte TCA für das Setup und uns interessieren nur die unteren beiden Bereiche. Was ich hier mache, das TCA ist das Table Configuration Array. Das heißt, alle Datenbanktabellen, die für Typo 3 relevant sind, werden in diesem einzigen PHP-Array konfiguriert. Das ist ein globales Array, das steht überall zur Verfügung. Das sorgt dafür, dass im Backend alles gerendert wird. Das sorgt dafür, dass Typo 3 weiß, wo ist meine Startzeit und Endtime, kann der Datensatz versteckt sein, kann er gelöscht sein und so weiter. Unterm TCA stehen die entsprechenden Tabellen, in dem Fall halt die Content, weil wir ein neues Content-Element hinzufügen wollen. Darunter gibt es den Eintrag Types, welche Typen gibt es in dieser Tabelle. Gibt ja auch für Frontend-Nutzer theoretisch mehrere, es kann jetzt mit XBase gibt es einen entsprechenden Mapper und so weiter, das heißt, ich kann mehrere Typen in einer Tabelle anlegen. Bei TT-Content werden die Typen halt über die C-Type-Feld geregelt, aber auch das TCA hat eine fast nahezu 100% vollständige Referenz mittlerweile, auch das kann man online alles nachlesen dann. Und ich lege jetzt halt einen neuen Typ an, das ist ein komplett neues Array. Show-Item definiert einfach nur, welche Felder, die schon konfiguriert sind, dürfen angezeigt werden. Da habe ich es mir jetzt einfach gemacht und nehme halt einfach den Eintrag vom HTML-Content-Element, damit ich das nicht alles neu machen muss. Und man kann dann noch gezielt einzelne Spalten überschreiben. Das ist auch schon ziemlich lange drin. Ist auch, glaube ich, nicht jedem bekannt, dass das geht. Gerade für Integratoren dann eventuell auch interessant. Ich kann dann einfach die Spalte eintragen und die komplette Konfiguration überschreiben. Und das eben auf Typebene. Ist dann natürlich global für die komplette Instanz, im Gegensatz zu Page.ts oder User.ts, was dann entsprechend für Nutzer auf Seitenebene gilt. Und gilt nur bei der Darstellung, nicht bei der Verarbeitung auf Serverseite. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, man kann da nicht alles mitmachen. Aber zum Beispiel die Größe von dem Überschriftsfeld kann man dadurch einfach ändern. Damit habe ich jetzt beschrieben, wie das neue Inhaltselement im Backend auszusehen hat, wenn ich das bearbeite. Jetzt muss ich das natürlich noch zur Auswahl hinzufügen. Da gibt es hier das Extension Management Utility und ich kann dort in einem TCA ein weiteres Select-Item, also ein Auswahl-Item hinzufügen in so einem Dropdown. Gebe dann die Tabelle an, das Feld, in dem Fall halt eben C-Type, dann den entsprechenden Eintrag, das ist die entsprechende Übersetzung und der entsprechende Wert, der in der Datenbank steht, der muss natürlich matchen, damit unser TypoScript das gleiche findet.
Dann gebe ich noch ein, welches Feld in der vorhandenen Liste als Referenz genommen werden soll, in dem Fall HTML, und ob es davor oder danach eingefügt werden soll. Das heißt, so kann ich unser Inhaltselement, unser neues in der entsprechend zur Verfügung stehenden Auswahl einfach einfügen. Das ist das absolute Minimum, was man quasi machen muss, um komplett eigenes Content-Element hinzuzufügen. Das sind im Prinzip, wenn man es kurz schreibt, 2 Zeilen TypoScript, die paar Zeilen TCA und dann das Template. Genau, also wofür nutzt man jetzt das TCA? Um neue Datentypen zu definieren, also neben TT-Content zum Beispiel an TT-News oder was auch immer, also komplett eigene Datentypen, die ja auch durchaus Sinn machen, je nach was man hat, wenn die sehr spezifisch sind. Wenn man komplett eigene macht, sollte man die Exhibits SQL natürlich anpassen, damit die Datenbanktabelle dazu auch erzeugt wird von Typo 3. Und man kann darüber natürlich auch die vorhandenen entsprechend umändern. Die Validierung des TCAs ist auch möglich im Typo 3, ähnlich wie es den Object Browser gibt. Dann gibt es auch ein Modul, das ist das Configuration-Modul. Da kann ich mir nahezu alle, nicht ganz alle globalen Arrays von Typo 3 anschauen, unter anderem die Typo 3 Confars und auch das TCA, und habe dann im Prinzip das komplett geparste für Typo 3 geltende TCA und kann mir das anschauen und habe dann in der TT Content unter Types zum Beispiel unser Custom Element stehen mit den entsprechenden Einträgen. Das heißt, darüber kann ich als ersten Ansatz schauen, wenn es nicht ankommt im Backend, ob es denn für Typo 3 überhaupt vorhanden ist. Genau, und auch dazu gibt es dann eine sehr vollständige Referenz, wo auch das Columns Overrides mit den Einschränkungen auch nochmal erwähnt wird. Da gehe ich jetzt nicht allzu tief drauf ein. Es gibt halt noch das User-TS-Config und das Page-TS-Config. Das ist quasi TypoScript, nur sehr rudimentär fürs Backend, wo ich vieles, aber nicht alles von dem, was ich über das TCA machen kann, dann nochmal über das entsprechende TypoScript machen kann. Halt mit dem großen Vorteil, dass ich es auf einer Seite einfügen kann oder für einen bestimmten Backend-Benutzer machen kann und nicht wie es TCA für die komplette Instanz Gültigkeit hat. Ist aber dann auch nicht ganz so umfangreich, weil ich nicht alles machen kann. Genau, das ist die Hälfte des Vortrags. Halbzeit haben wir schon mal. Ich hoffe, dass die meisten noch dabei sind, dass nicht allzu viel ist. Das nächste ist dann die Übersetzung, xlib. Das steht für XML, Localization Interchange File Format. Ist im Gegensatz zu dem, was vorher bei Typo 3 genutzt wurde, ein offizieller Standard, der genutzt wird weltweit. Nutzen auch Typo Flow und Neos zum Beispiel, Typo 3 nutzt den jetzt. Hat den großen Vorteil, wenn man mit echten Übersetzern arbeitet, je nach wie versiert die sind, es gibt GUI-Tools dafür, das heißt, sie können die XML-Datei kriegen, können die mit ihrem GUI-Tool bearbeiten und einfach zurückschicken, brauchen also keine Ahnung haben von PHP oder XML. Typo 3 implementiert nur einen kleinen Teil vom Standard. Der Standard bringt noch weit mehr mit, wie behandle ich mehr Plural und Singular von Wörtern und so weiter. Da ist hier nur ein kleiner Subset drin. Und ist im Prinzip einfach nur ein Key-Value-Storage, ähnlich wie Cookies. Das heißt, ich habe jeweils eine ID und kann mir die entsprechend ausgeben lassen. So, eine Datei sieht so aus, ist halt ein XML. Danach kommt halt die Definition, dass das halt ein xlib ist, welche Version und so weiter. Dann ein paar Meta-Angaben zu der entsprechenden Datei, welche Sprache das ist. Sind für Typo 3 alle nicht relevant. Müssen nur zum Teil da sein, weil sonst der Parser aussteigt. Ansonsten sind die für euch irrelevant, außer ihr wollt die gerne mitpflegen oder habt halt Übersetzer. Da macht das eventuell Sinn, gerade das Datum, um zu wissen, welches ist die aktuellste Version. Interessant sind im Prinzip nur diese ganz kleinen Zeilen. Es gibt die Transunits, also die Übersetzungseinheiten, die kriegen jeweils eine ID. Und wie im CSS, HTML, eine ID ist eine ID, die ist nur einmalig, die sollte man nicht mehrfach verwenden. Sonst hat man nachher unten einen Eintrag, er nimmt einen von beiden, man löscht einen raus und hat sich, warum kommt da immer noch was. Und hat eine Source und theoretischen Target. Ich habe hier jetzt keine Mehrsprachigkeit drin. In Source steht halt der Teil, der übersetzt werden soll, und in Target natürlich dann der übersetzte Teil. Und da kann ich einfach dann meine Übersetzung reinschreiben. Das Tolle ist, ich kann da auch Platzhalter reinschreiben. Wenn ich zum Beispiel eine Anrede habe, so Hallo Herr, Hallo Frau und so weiter, dann kann ich da auch Namen drin platzieren. Da gibt es Platzhalter für. Das kann man dann alles im Detail nachschauen, wenn man soweit ist.
viele Extensions in Typo 3 bringen das mittlerweile entsprechend mit. Es gibt noch den Translation Server, wo die sind. Wenn ihr dann Backend seid, ein Translation Modul und die runterladet, die kommen alle vom Translation Server von Typo 3. Ihr könnt die dort selber über eine Web-GUI bearbeiten. Der Translation Server ist sogar Open Source, den könntet ihr als Agentur je nach Bedarf sogar selber hosten noch. Euren Kunden dann zur Verfügung stellen, dann löst sich das Problem auf. Ändert mal den Text, dann sagt ihr ja, ändert den halt. Macht natürlich nur Sinn für größere Agenturen. Also Typo 3 bietet die Möglichkeit, weitere Server dort auch einzutragen. Genau. Nutzen kann man die jetzt entsprechend im Template mit dem Translate View Helper. Das ist das eigentliche Seitentemplate. Und unten habe ich einen Link drin, der entsprechend übersetzt wird. Das heißt, ich sage einfach F-Translate für Fluid entsprechend, dann kommt der View-Helper-Name Translate, dann übergebe ich ihm diese ID, die ich in der XLIF-Datei habe und dann den Extension-Namen, aus dem er sich das ziehen soll. Das heißt, ich kann, wenn ich ein Template überschreibe, ist er normalerweise in irgendeinem Plugin, in dem Fall müsste es jetzt Default sein, Standard oder Fluid-Style-Content, was mir jetzt nicht allzu sehr hilft. Das heißt, ich kann explizit den Extension-Namen angeben, wo er die Übersetzung suchen soll. Wenn das jetzt tatsächlich was ist wie News Extension und ich nur Texte austauschen will und gar nicht mal die Templates, dann kann ich die XLIF-Dateien sogar noch austauschen. Da gibt es eine Einheit, gibt's auch eine entsprechende Dokumentation zu. Das ist im Prinzip ein einziger Eintrag wieder in meiner XLocalConf, wo ich sage, für diese Extension, für diese Sprache, nimm bitte diese Datei. Und dann ist das ähnlich wie bei den Rootpaths und so weiter im FluidStyle-Content. Er guckt erst in meiner Datei nach und wenn er es da nicht findet, dann wieder in der Originaldatei. Das heißt, ich brauche auch nicht alles kopieren und bin wieder out of sync, wenn es ein Update gibt, sondern ich kann tatsächlich einzelne Labels dann entsprechend überschreiben. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, das Ganze per TypoScript zu überschreiben. Das geht einfach, indem ich das entsprechende Plugin raussuche, dann entsprechend das Plugin reinschreibe und dann unterstrich local, unterstrich lang und dann das Sprachkürzel. Default ist halt die Default-Sprache, das, was er nehmen soll, wenn er keinen Eintrag findet. Und ansonsten halt die Sprache, die über TypoScript eingestellt ist, EN, PL, was auch immer. Dann kommt wieder die ID und dann entsprechend der Inhalt. Und das hat jetzt den Vorteil, ich kann Konstanten nutzen, ich kann auf einmal, da ich im TypoScript bin, Conditions nutzen. Ich kann auf einer Seite eine andere Übersetzung nehmen als auf einer anderen Seite. Ich kann gucken, gibt es einen Get-Parameter und ändere dann die Übersetzung, kann so auf einmal eine GUI, die eigentlich immer gleich ist, auf einmal kontextbasiert mit anderen Labels befüllen. Und ich habe einen weiteren Vorteil dadurch, dass ich Platzhalter nutzen kann, kann ich so Dinge machen, wie Platzhalter reinzusetzen. Wir haben das jetzt letztens gehabt, dass wir eine Suche eingebunden haben, Multi-Channel-Bereich. Man soll die Suche einfach in einen Online-Shop abschicken können oder in einem anderen Bereich, der nicht zu uns gehört. Dann kann man jetzt auf einmal einfach den Link darüber pflegen, hängt einfach den Platzhalter an den richtigen Get-Parameter. Der Parameter wird im Fluid dann von der Extension einfach hinzugefügt. Ich habe auf einmal die URL pflegbar, obwohl sie dynamische Parts enthält. Also sowas kann man dann auf einmal alles machen, weil man die Übersetzung mit aus dem TypoScript holen kann, was ich total praktisch finde. Ich verwende bei den IDs gerne Punkte zum Trennen von logischen Bereichen wie Frontend, Backend, Flexform und so weiter als Präfix. Hat tatsächlich mittlerweile auch einen großen Vorteil. Ich glaube, in der 9 ist das jetzt reingekommen. Man kann sich jetzt über TypoScript diese kompletten Bereiche ins JavaScript exportieren, mit dem Präfix gefiltert, sodass man sich einen Bereich machen kann, JavaScript und die Übersetzung auch einmal im JavaScript zur Verfügung hat. Im TypoScript ist es jetzt so, dass der Punkt eigentlich eine nächste Ebene einleitet, aber seit Version 7 oder 8 kann man den einfach escapen, sodass ich auch Punkte vorne in dem Identifier drin haben kann. Also auch das geht. So, dann kommen wir als nächstes zum AJAX. EID ist die erste Möglichkeit. Bis Version 7, 8 war das noch so, dass das der ganz schnelle Weg war. Ich hatte nicht mal eine Datenbankverbindung. Ich hatte keine Frontend-Nutzer, gar nichts. Das war wirklich dazu gedacht, wenn ich ganz schnell Response brauche und gar kein komplettes Typo 3 hochfahren muss. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Die Architektur hat sich in Typo 3 mittlerweile so weit verändert. Mittlerweile werden saubere Interfaces implementiert, dass ich immer einen Request und einen Response habe. Das Framework wird immer hochgefahren. Das gilt also nicht mehr. Trotzdem ist das immer noch schneller als der Alternativweg, den wir gleich haben. Bei EID haben wir immer noch kein X-Base, sage ich jetzt mal so salopp. Wir haben keine Seiten-ID, weil wir definieren in unserer XLocalConf wieder in einem globalen Array bei Typo 3 unter EID-Includes einen Identifier,
und die PHP-Datei bis in der Methode, die aufgerufen werden soll. Und Typo 3 springt ziemlich früh raus und schaut, gibt es den EID-Parameter in der URL als GET-Parameter. Wenn ja, dann binde ich das Skript ein und bin selber erstmal durch. Das heißt, ich habe keine Seiten-ID dran. Typo 3 fährt die Seite nicht hoch. Ich habe nicht das Typo-Skript von der Seite. All das fehlt mir alles. Was mittlerweile seit 7.8 dabei ist, ich habe endlich eine Datenbankverbindung von Haus aus schon. Ich habe mittlerweile ein Request- und Response-Objekt, wo ich sauber über eine API mir sogar Parameter und Cookies und so weiter holen kann. Das gab es früher auch alles noch nicht. Und nach wie vor gibt es noch eine Utility-Klasse, die ich nutzen kann, um mir trotzdem den Frontend-Nutzer noch zu holen. Und da das ein TSFE braucht, also ein TypeScript-Frontend, gibt es auch da eine Möglichkeit mittlerweile, das aufzurufen. Ich zeige jetzt einmal ein kurzes Beispiel. Hier hängt jetzt entsprechend der GET-Parameter dran, EID, CDX-Zeit-Example. Und das ist der Response, ein einfaches JSON. Also die Formatierung kommt jetzt von der Chrome-Extension, damit das nicht für den Browser lesbar ist, sondern für mich als Menschen, weil ich mir das anschaue. Oben Status und Content kommt jetzt aus dem Skript, zeige ich gleich. Und der FE-User ist tatsächlich einfach das, was durchs Init-FE-User dazukommt. Da ich jetzt keine gültige Session habe, ist das einfach das Standardding, wo nichts groß drin steht. Und der Eintrag ist entsprechend tatsächlich nur diese eine Zeile. Typo 3 Conf war es hier, weil wir konfigurieren Typo 3, es geht ums Frontend, also FE, dann EID Include, dann kommt dieser Identifier. Ich nehme da immer ganz gerne einen Extension Key, damit ich auch in Konfiguration und so ziemlich schnell sehe, wo es denn herkommt. Innerhalb der Extension dann entsprechend einen Identifier. In dem Fall nehme ich dann einfach eine Datei, die genommen werden soll. In dem Fall die EID-Example-Datei. Die wird dann einfach nur eingebunden und dadurch auch ausgeführt. Ganz unten mache ich, also ich definiere eine Klasse, ganz unten mache ich dann einfach nur eine Instanz dieser Klasse. Übergebe der die beiden Variablen Request und Response. Die sind einfach da. Das Skript wird innerhalb einer Funktion eingebunden, wo die beiden definiert sind von Typo 3. Das heißt, ich kriege die im Konstruktor und kann die entsprechend mit ausgeben. Und wenn wir uns die mal mit ausgeben. Ja. Moment. Dann sehen wir, was wir da auch alles haben. Also im Request habe ich tatsächlich meine Cookies mit drin stehen. Ich habe die Server-Argumente alle mit drin stehen. Ich weiß, ob es ein Get, ein Post oder sonst was Request war. Ich habe die komplette URI, ich habe alle Header, die mitgeschickt wurden. All das steht mir mittlerweile da auch schön zur Verfügung, um da diverse Dinge mit anzustellen. Und letztlich wird aber einfach das gemacht, was ich am PHP-Code einfach ausführe. In dem Fall ist es halt, ich setze halt den Header auf JSON, damit mein Browser erkennt, dass das halt ein JSON ist und mir jetzt entsprechend parsen kann. Und gebe dann halt ein JSON-enkodiertes Array einfach zurück mit den beiden Fixwerten und halt einmal mit dem FE-User. Also das ist nach wie vor noch der Weg, wenn es wirklich darum geht, schnelle AX-Requests in Typo 3 umzusetzen. Und die Alternative ist eben dann der Page-Type. Man kann in Typo 3 nicht nur für AJAX weitere Seitentypen definieren. Wir hatten bis jetzt gerade eben nur den einen, der halt unsere normale Frontend-Seite ausgeben soll. Das war hier der Eintrag. Man kann aber beliebig weitere definieren. FluidStyle-Content definiert zum Beispiel einen schon für seine Widgets, die per AJAX arbeiten. Ich habe jetzt einfach eine weitere definiert, die AJAX-Page heißt. Die kriegt dann einen Eintrag TypeNum. Darüber kann ich diese Konfiguration dann ansprechen. Das heißt, ich hänge einfach den GET-Parameter Type mit der entsprechenden Nummer in die URL. Und dann switcht Typo 3 entsprechend diese Konfiguration. Und auch dort habe ich dann entsprechend mein Typo-Skript zum Rendering, noch ein paar Config-Einstellungen gemacht, dass ich kein Debugging haben möchte, dass ich kein Cache, dass ich Cache haben möchte und so weiter, damit ich wirklich nur das kriege, was da ist. Und in dem Fall mache ich jetzt mein Rendering nicht mehr über Fluid, sondern rufe eine Funktion auf. Es gibt zwei Arten, User und UserInt. Letztlich steht das User dafür, benutzerdefinierten Code auszuführen oder auch User-Function. Das begegnet einem in der Doku auch immer wieder. Und das ist die Möglichkeit, einfach komplett eigenen PHP-Code auszuführen. Letztlich jedes Plugin, was in Typo 3 ist, funktioniert genau auf die Art. Das ist ein User-Element oder ein User-Int.
User Int ist einfach nur ein Unterschied, es ist nicht gecached. Das sollte man vermeiden nach Möglichkeit. Kommt natürlich auf den Anwendungsfall an. Man definiert dann unter UserFunc entsprechend die Funktion, die ausgeführt werden soll. In dem Fall wollen wir XBase ausführen. Dadurch fahren wir das komplette XBase-Framework einmal hoch und können dann entsprechend über die Konfiguration mitgeben, welche Extension mit welchem Plugin, in welchem Vendor das entsprechend sein soll und führen dann entsprechend dieses Plugin aus. Jetzt habe ich das natürlich nicht alles komplett dahingeschrieben, weil diese Info hat man im System schon. Sondern ich kopiere mir das einfach aus der DT-Content-Definition, weil das ist ein Plugin, was ich schon habe im System. Das wird über die normale API registriert, das ist schon vollständig da. Und das Einzige, was ich überschreibe, ist ein Settings-Eintrag, nämlich die Place-ID. Was das Plugin nämlich eigentlich macht, was ich jetzt gerade aufgrund fehlenden WLANs nicht sein kann, ich mache das WLAN gleich gerne noch kurz an, das macht eine Abfrage mit der Place-ID auf die Google Places API, holt sich also die ganzen Infos zu diesem Ort, in dem Fall ist es Unperfekthaus, und zeigt mir das normalerweise rechts in der Sidebar als HTML entsprechend da mit meinem Fluid-Template. Und wenn ich jetzt über das entsprechende Ajax gehe, dann gehe ich jetzt ins WLAN einmal rein. Das Passwort weiß keiner auswendig, ne? Wie war die Nummer? Auf Ferien, da kann man schön arbeiten. Zum Glück ändern die das jeden Tag, die Videos werden ja wohl nicht live übertragen. So, dann muss ich den Code natürlich nochmal kurz ändern, damit der auch die Abfragen wieder ausführt. Ich halte die Firewall kurz aus. Genau, also so ist nochmal die normale Seite. Rechts kommt halt entsprechend der Ort über ein normales Inhaltselement. Das zeige ich einmal kurz vorher. Ich habe hier einfach ein ganz normales Inhaltselement vom Typ Plugin, wähle unter Plugin entsprechend mein Plugin aus und kann hier über eine Flexform die Google Place ID eintragen. Und wenn ich jetzt den Ajax-Request mache, hoffe ich, nee, ich hoffe, dass das am WLAN liegt. Aber grundsätzlich muss der Code ja funktionieren, Frontend hat er gerade auch funktioniert. Funktioniert gerade nicht. Das ist schade. Ja, vielleicht funktioniert es ja gleich noch. Ich sage trotzdem aber kurz, was genau dort noch zusätzlich passiert. Weil natürlich wollen wir es per Ajax nicht direkt als HTML haben, sondern als JSON, damit wir das entsprechend in unserem JavaScript ganz toll als nutzen können. Das heißt, wir übergeben hier einmal den Page-Type. Ich mache das mal größer. Das sind jetzt die GET-Parameter, die oben dran hängen. Der Chrome und auch die anderen Browser können die ja einigermaßen gut darstellen.
hängen dann entsprechenden Controller dran und können einfach frei ein Format definieren, der auf der gleichen Ebene ist wie der Controller und die Action und so weiter, und geben hier einfach mal das Format JSON an, was explicit standardmäßig macht. Ups. XBIS sucht jetzt dieses Template, was wir da haben, das ist das normale Template, Single HTML, also die Action heißt Single, normalerweise im Frontend wird halt Single HTML genommen, HTML ist das Default-Format, und er ändert dann halt einfach ins Format. Das heißt, ich kann einfach eine Single JSON angeben und einfach dadurch, dass ich das Format als Integrator, als sonst wer einfach ändere, kann ich einfach mal dieses Template nehmen, mache hier nichts anderes als das JSON-Encode vom Extension Manager zu nutzen und mir einfach den Platz, den ich bekommen habe von Google Place, einfach auszugeben. Und habe so, ohne irgendwas an der Extension ändern zu müssen, auf einmal die gleiche Funktionalität per JSON und kann die im Frontend entsprechend nutzen. Gucken wir noch einmal, ob es funktioniert. Ansonsten machen wir weiter. Ich habe da jetzt keine Fehler abgefangen. Genau, es funktioniert auch. Also das ist einfach das Plain Result, quasi was in Google Places kommt. Das heißt, im Prinzip fungiert Typo 3 mit der Implementierung komplett als Proxy zur Google API. Das heißt, Cross-Origin-Policies und so werden damit ausgehebelt. Und rein theoretisch, ich glaube, praktisch geht es nicht, könnte man die Settings jetzt noch in der URL mit übergeben, wenn man das einbaut. Und dann kann jeder einfach über die eigenen Google-Limitierungen auf einmal Abfragen machen. Das heißt, da sollte man ein bisschen aufpassen. Aber so, auf diese beiden Arten kann man ganz einfach, sage ich jetzt mal, Ajax machen. Mit dem einen halt wirklich als PHP-Entwickler ganz schnell plain. Und auf die andere Art und Weise als Integrator mit den vorhandenen Mitteln einfach das Format austauschen, selber beschreiben. Und dann kommen die Sachen raus. Genauso kann ich dann natürlich eine XML-Ausgabe mir machen, wenn ich hierfür irgendwas brauche, eine CSV-Ausgabe machen und so weiter. Einfach mit for each oder so. Ich habe auch noch die Möglichkeiten, da sollte ich dann aber doch eher wie Entwickler sein, eine eigene View-Implementierung als PHP-Klasse zu hinterlegen, genau für dieses Format, für diese Action. Und dann kann ich da komplett eigene Sachen mitmachen. Genau, das war der Talk. Gibt es Fragen? Ansonsten hoffe ich, dass ich wenigstens ein paar Leuten in einigen Bereichen schon geholfen habe heute. Bin auch bis spät abends hier. Das heißt, wenn irgendwelche Fragen sind zu einzelnen Bereichen oder so, gerne jederzeit ansprechen. Außer ich sitze in einer anderen Session, das ist natürlich unhöflich, aber sonst gerne jederzeit ansprechen, auch abends. Dann kann man sich einzelne Dinge auch mal im Detail anschauen. Haben jetzt erspart, jedem die Implementierung von den einzelnen Sachen zu zeigen, aber ich hoffe, dass die Verständnisse, warum das TypoScript, was man mal so sieht, funktioniert und wie das funktioniert, wie die Abläufe im Hintergrund eigentlich sind. Ja, und auf Wunsch einer einzelnen Person gibt es einen QR-Code, falls man mir auf PayPal was spenden will. Das ist nicht der Link zur Präse. Den werde ich dann gleich auf Twitter mit dem entsprechenden Hashtag rumschicken. Keine Angst, zahlt man nicht sofort, man muss noch bestätigen. Ja. Ansonsten viel mehr als über Geld freue ich mich über Feedback, egal positiv oder negativ. Im Idealfall ist das Negative mit einer konstruktiven Kritik verbunden. Ja, und bei Fragen, wie gesagt, gerne Fragen. Ansonsten danke. Also keine Fragen? Nein? Dann bis später vielleicht.